Moin moin liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu FIFA 16. Ja, endlich ist es da, endlich ist der 24. Wir haben es kurz nach 12 und ich würde sagen, wir legen direkt los heute mit der Trainerkarriere. Ich möchte mit Werder Bremen spielen, wie ihr es wahrscheinlich schon am Titel oder am Thumbnail erkannt habt. Mein absoluter Lieblingsverein und wir sehen hier schon direkt, ja, Werder Bremen, 4-Sterne-Mannschaft, 4,5 Millionen Transferbudget. 766.000 wöchentliche Gehälter. Ich denke, das ist nicht ganz so viel, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Damit kann man arbeiten. Und ja, ich habe das alles soweit schon mal eingestellt. Wir werden auch Weltklasse spielen mit einer Strenge von Mittel bei den Finanzen. Dass wir nicht ganz so viel verlieren, aber auch nicht ganz so viel bekommen von den Transfers. Es soll ja schon ein bisschen anspruchsvoller sein. Ja, ich habe auch überlegt, ob wir das Transferfenster im Sommer aktivieren oder deaktivieren. Im Endeffekt lasse ich es einfach aktiviert. Ich denke, damit werden alle zufrieden sein und wir wollen uns ja auch schon direkt mit ein paar Spielern verstärken auf ein paar Positionen. Und ja, stelle ich hier nochmal eben ganz kurz den Manager ein, mich um genau zu sein. Und dann gehen wir auch gleich schon direkt rein und werden dann auch schon die erste Neuerung sehen. So, der Rest ist jetzt erstmal egal. Ja, Bremen beruft Zanman als neuen Chef. Ja, ist ja die Standard-News, die man hier bekommt, wie jedes Jahr. Und ja, mit der ersten Neuerung, die ich gerade schon angesprochen habe, meine ich das Vorbereitungsturnier. Ja. So. Speichern wir das Ganze nochmal. Ja, Saisonvorbereitung, Turniereinladung ist die erste Neuerung. Finde ich sehr, sehr cool. Also die ganzen lästigen Freundschaftsspiele, die man eh nicht gespielt hat, haben jetzt endlich einen Sinn. Und zwar, dass man hier, wie gesagt, auf so ein Turnier fährt und auch ein bisschen Geld kriegt. Das sehen wir hier schon. Wir kriegen hier drei Turniere vorgeschlagen, wo wir dran teilnehmen können. Ja, einmal die Champions Trophy, einmal den European Continental, das European Continental Shield und den European International Cup. Und ich würde sagen, ganz egal, welche Mannschaften jetzt bei dem Turnier dabei sind, müssen wir das nehmen mit dem meisten Transferbudget bzw. Preisgeld für unser Transferbudget. Das ist hier mit 4,75 Millionen der European International Cup. Und ja, ich kenne nicht so viele Mannschaften, muss ich ganz ehrlich sagen. Ipswich Town ist dabei, Almeria. Ja, aber ansonsten kenne ich da jetzt nicht so viele, aber wir nehmen es trotzdem einfach mal. Ja, findet in Spanien statt. Und jetzt sind wir auch schon drin hier im Startbildschirm und sehen dann auch schon gleich die nächste Neuerung. Es gibt Trainingseinheiten. Kommen wir aber später noch zu. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal eben kurz die Mannschaft an, so wie sie jetzt hier ist, wer alles so damit dabei ist. Und ja, fangen wir im Tor an. Wiedwald, unsere Nummer 1. Ja, als Ersatz haben wir dann hier Wolf, wobei ich Wolf eigentlich verkaufen möchte. Ich habe mir vorweg schon mal ein paar Gedanken gemacht. Da möchte ich dann lieber Zetterer oder Husic aufbauen. Zwei sehr, sehr junge Keeper, die mir ganz gut gefallen. Aber erstmal wird Wiedwald natürlich ganz klar unsere Nummer 1 sein. Ist ja selber erst 24, glaube ich. Gucken wir mal eben kurz rein. 25 ist er. Von daher auch noch nicht alt und ja, wird auch noch eine Zeit lang unsere Nummer 1 bleiben. Ja, in der Abwehr dann in der zentralen Position Vestergaard und Lukimia. Ja, Vestergaard natürlich ganz klar unser Fels in der Brandung. Der wird definitiv da bleiben, den möchte ich auf jeden Fall halten. Ja, Lukimia, ja, ich bin nicht so ein Fan von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir Galvez zum Beispiel als Ersatz. Der hat mir deutlich besser gefällt. Ich tausche das hier auch mal direkt. Lukimia wird dann Backup sein. Und Pavlovic ist auch mit dabei. Ich weiß gar nicht, ich guck mal eben gerade. 25 ist er. Mit einer 67. Ja, wird auf jeden Fall auch zum Einsatz kommen. Da müssen wir dann gucken, ob wir dann nochmal, ob wir Hüsing aufbauen. Der Kerl ist erst 22. Oder ob wir dann irgendwen noch verpflichten. Müssen wir mal schauen. Erstmal werden dann Vestergaard und Galvez bleiben. Definitiv. Ja, auf der rechten Seite Gebre Selassie, ganz klar momentan gesetzt. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, wir haben hier Busch und Zander. Vor allen Dingen Busch möchte ich definitiv trainieren. Das ist der sehr, sehr jung mit 20 Jahren und hat auch noch eine ordentliche Entwicklung vor sich, denke ich mal.
Das wird auf jeden Fall unser Backup. Der wird auch relativ viel Einsatzzeit bekommen. Da werde ich öfter mal durchtauschen. Genauso wie wir auf der linken Seite Garcia momentan noch gesetzt haben. Aber da eben auch dann ein Sternberg ist. Ja, oder halt auch hier im linken Mittelfeld dann Ulises Garcia. 18 Jahre jung. 19 Jahre, sorry. Auch super viel Potenzial noch in ihm drinne. Von daher wird man dann mal gucken müssen, ob Ulises Garcia dann hier im linken Mittelfeld bleibt oder ob er dann wieder zurückfällt. Da werden wir dann mal schauen, wie wir das machen. Das könnt ihr dann auch gerne reinschreiben irgendwie in die Kommentare, wen ihr da lieber auf der linken Verteidigerposition sehen möchtet. Ich bin mir da noch ein bisschen unentschlossen. Ich würde ihn lieber zurückziehen und dann das Mittelfeld, da werde ich sowieso ein bisschen rumbasteln. Ja, im defensiven Mittelfeld auf jeden Fall Bargfrede. Groß werden wir verkaufen. Ich bin kein Groß-Fan, definitiv nicht. Haben wir aber auch wieder ein paar Talente noch. Fröde oder von Hake, ich denke mal, die werden wir die werden wir erstmal verleihen und dann mal schauen, wie die sich entwickeln. Deswegen Bargfrede auf jeden Fall erstmal gesetzt, ganz klar. Genauso wie Westergaard, eine extreme Stütze in der Mannschaft. Von daher werden wir den nicht abgeben. Ja, im linken Mittelfeld eine Problemposition, wie ich finde. Haben wir zwar Ulises Garcia, aber sonst nicht wirklich wen. Natürlich alle viel ja, einsetzbar. So Fritz, Junuzovic, die kann man da alle spielen lassen. Öztunali, ihn auch, weil er schnell ist. Aber keinen, der da so wirklich reinpasst. Von daher, Junuzovic möchte ich auch im offensiven Mittelfeld stehen lassen. Der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Fritz ist sowieso nicht mehr der Jüngste. Der wollte ja sowieso eigentlich schon aufhören. Demnach können wir mit dem auch nicht mehr wirklich arbeiten. Und da, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall jemanden verpflichten. Ich habe schon eine Idee. Kommen wir aber gleich noch zu. Von daher, ja, falls ihr sonst noch Vorschläge habt, gerne schreiben. Ich bin da sehr, sehr offen. Möchte es auch so gestalten, dass ihr mir dann gerne schreiben könnt, wen man verpflichten soll. Vor allen Dingen dann auch zur nächsten Wintertransferperiode hin. Aber noch haben wir ja auch ein bisschen. Ist ja gerade der erste Tag quasi vom Transferfenster. Ja, erstmal lassen wir Garcia dann da noch, obwohl er nur eine 61er Bewertung hat. Ist eben noch, wie gesagt, sehr, sehr jung. Und im rechten Mittelfeld, wie gesagt, haben wir momentan noch Fritz, auch ein sehr erfahrener Spieler, wie gesagt, ist 34. Versuchen wir auch noch ein Jahr dann zu verlängern irgendwie und ihn erstmal mit drin zu behalten. Und da haben wir dann ganz klar, hier sehen wir ihn jetzt, Finn Bartels. Muss man mal gucken, je nachdem tagesformabhängig, wer dann da in der Startelf dann jeweils immer stehen wird. Bartels soll aber auf Dauer dann auf jeden Fall auf der rechten Seite bleiben. Und sonst haben wir da auch eigentlich nicht mehr viele Leute, die da irgendwie spielen könnten. Höchstens ein Grilic, der dann da ausweicht, oder ein Eggestein. Wie gesagt, oder halt Yildirim, wobei ich Yildirim gerne als Junuzovic-Ersatz aufbauen möchte. Genauso wie Öztunali, Öztunali ein Riesentalent. Ich glaube, von 71 soll er auf 86 irgendwie sowas kommen. Auf jeden Fall, also der wird richtig steigen, von daher wird der auch auf jeden Fall Einsatzzeit kriegen. Deswegen bin ich noch am Überlegen, ob ich Yildirim dann erstmal verleihen werde. Genauso Aichicek, auch ein gutes Talent. Muss man dann mal gucken. Junuzovic aber unser Freistoßgott, drittbeste Freistoßschütze, wenn mich nicht alles täuscht, im ganzen Spiel. Und das ist schon echt eine Nummer. Ja, und vorne haben wir dann Uja und Johansson. Die werden auch erstmal drinnen bleiben. Da haben wir natürlich Pizarro als Ersatz, genauso wie einen Lorenzen oder einen Kobylanski. Wobei ich die beiden erstmal, glaube ich, verleihen werde. Ich guck mal eben, Lorenzen 20, Kobylanski 21. Ja, beide sowieso noch jung. Und Uja und Johansson sind da momentan dann noch die beste Wahl. Pizarro wird auf jeden Fall unser Edeljoker werden. Und dann war es das eigentlich schon. Also, ja, speichern wir mal eben. Linkes Mittelfeld auf jeden Fall und eventuell Innenverteidigung und halt ZDM. Da müssen wir dann auf jeden Fall was tun. Gehen wir aber erstmal ins Büro. Und der European International Cup. Einmal eben kurz durchlesen.
Ja, wir sollen ein bisschen rumexperimentieren und ja, möglichst weiterkommen, das ist ganz klar, um das Transferbudget ein bisschen aufzustocken. Das ist unser Ziel. Wir könnten es, wenn wir gewinnen sollten, mehr als verdoppeln. Und das ist schon sehr, sehr krass. Und so gut war die Mannschaft nicht. Also wir gehen auf jeden Fall schon mit als Mitfavorit rein, würde ich behaupten. Ja, Pokalziel, DFB-Pokal quasi, Runde der letzten 32, sprich einfach nur eine Runde weiterkommen. Das müsste das dann, glaube ich, schon gewesen sein. Natürlich wollen wir versuchen, nicht so wie in echt, gegen irgendeinen Drittligisten sind es ja da meist, auszuscheiden, sondern schon ein paar Runden weiterzukommen. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Ja, das kann auch weg. Nach Mittelfeldspielern Ausschau halten. Ja, das ist ja schon das, was wir gesagt haben. Das haben wir vor. Ja, Scouts möchten sich vorstellen und Ligaziel, Tabellen, Mittelfeld. Wird, denke ich mal, in der ersten Saison auf jeden Fall unser Ziel sein. Beim Abstieg sollten wir eigentlich wenig zu tun haben. Und internationale Plätze, ja, wird auch relativ unrealistisch werden. Ja, wir können mal eben kurz in die Verträge reinschauen und ja, wir haben hier nur drei, die nächstes Jahr auslaufen. Von daher, das sind auch noch relativ junge Spieler. Von daher sollte das machbar sein, mit denen zu verlängern. Und das werden wir, denke ich mal, auch erstmal tun. Ja, Grilic und Pavlovic eventuell dann verleihen. Pavlovic, je nachdem, ob wir noch einen Innenverteidiger verpflichten können oder nicht. Und ja, eine Sache, die ich auch auf jeden Fall sehr intensiv betreiben möchte, ist die Jugendförderung hier mit dem Jugendstab. Das ist sehr, sehr cool jetzt, dass es allgemein mehr auf die Jugend geht. Und wir sehen auch schon, sind die Scouts ein bisschen billiger geworden. Also hier eine 5-Sterne-Einschätzung, hat zwar nur 3 Sterne Erfahrung, aber kostet jetzt lange nicht mehr so viel wie in den letzten Jahren. Demnach, das werden wir aber im nächsten Part erstmal machen. Nur mal so als Anmerkung am Rande möchte ich da auf jeden Fall sehr drauf gehen. Das macht Bremen sowieso. Sie sind ja bekannt für ihre Jugendarbeit. Sieht man ja auch im Kader viele talentierte Spieler mit dabei. Und ja, zu den Jugendspielern eben noch die Trainingseinheiten. Finde ich sehr, sehr cool. Also man kann jede Woche 5 Trainingseinheiten machen mit den jeweiligen Spielern, die man sich aussuchen kann. Können wir hier einfach mal reingehen. Wir sehen schon bei Johansson oder bei Lorenzen sind so grüne Symbole. Das sind vielversprechende Spieler. Heißt, die sollte man auf jeden Fall trainieren. Ja, sieht man hier schon alle eigentlich relativ viele hier mit diesen Symbolen. Westergaard auch noch, Garcia, Busch, Wiedwald auch noch. Und da kann man einfach mal reingehen. Wir nehmen jetzt einfach mal Ulysses Garcia und kriegt dann verschiedene Übungen vorgeschlagen. Also die auf jeden Fall empfohlen sind, mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Zum Beispiel jetzt Dribbling-Parcours Mittel oder Dribbling-Parcours Leicht. Wir nehmen einfach mal Mittel aus und dann sehen wir hier schon das Entwicklungspotenzial, was es hier gibt. Und je besser er abschneidet, es gibt quasi Schulnoten, also von F bis A. F ist das schlechteste, A ist natürlich dann die beste Note. Ja, steigt die Entwicklung des Spielers. Man kann dadurch einmal, wie gesagt, die Attribute verbessern, die Gesamtbewertung und auch den Marktwert ein bisschen hochpushen. Und ja, wählen wir einfach mal aus, mittelschwer. Und ja, wenn man alle 5 Übungen voll gemacht hat, kann man dann entweder die Trainingseinheiten selber spielen oder auch ja, einzelne simulieren oder alle simulieren. Also es ist schon sehr, sehr cool. Wir machen sie jetzt einfach mal, denke ich mal, voll. Ja, Johansen packen wir auch noch rein. Chancenerarbeitung, Schwierigkeit schwer. Ja, sollte auf jeden Fall machbar sein für ihn. Gehen dann nochmal für Öztunali hier. Er sollte auch durchsetzen schwer. Ja, ist ja klar, wenn man sich bei schweren Übungen gut bewährt und eine gute Note kriegt, dann ja, kriegt man auf jeden Fall mehr Erfahrung. Und ja, das sollte, ich glaube zumindest, dass es die bessere Taktik ist. Ich weiß es nicht. Ich denke es aber mal. So, Busch kommt jetzt hier auch noch rein. Und ja, würde ich sagen, ich kann es später nochmal zeigen, im späteren Part. Heute simulieren wir einfach mal eben alle durch. Werden auch alle dann gleichzeitig simuliert. Das ist ganz praktisch, spart man ein bisschen Zeit. Und Westergaard, er hat sich hier mit einem B ganz gut geschlagen. Öztunali ist kurz davor, ein Upgrade zu kriegen. Garcia auch. Busch ist auch nicht weit weg. Also, sie sind alle kurz davor, eigentlich hochzusteigen. Eine Gesamtbewertung außer Johansson so ein bisschen.
Von daher keiner mit einem F4 dabei, das ist die Hauptsache, weil das bringt einfach nicht so wirklich viel. Genauso ergibt es Sinn, diese Trainingseinheiten dann öfter hintereinander zu machen, mit den gleichen Spielern, mit den gleichen Übungen. Man kann sie dann im Nachhinein wieder aufrufen, die man zuletzt gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll. Also es bringt ja nicht viel, eine Übung einmal zu machen und dann nie wieder. Das bringt nicht wirklich viel. Und ja, dann würde ich sagen, simulieren wir hier mal eben kurz vor. Bis zum ersten Spiel. Gucken noch mal eben kurz rein. Aktuelle News aus England. Ja, interessiert uns jetzt erstmal nicht so viel. Im nächsten Part werde ich ein bisschen mehr auf die Transfers dann eingehen und mal meine Vorschläge vorstellen, was ich mir so für die einzelnen Positionen überlegt habe. Sind ein paar jüngere Spieler dabei, auch ein paar, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Also einer ist mein absoluter Wunschspieler. Werdet ihr dann im nächsten Part sehen. Er kommt dann im Laufe des Tages hoch. Ja, Aaron Johansson noch mit in den USA unterwegs. Und Busch möchte mal ein bisschen rotieren. Ja, auf jeden Fall, Jung. Du wirst auf jeden Fall reinkommen. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal so für diesen Part. Wie gesagt, im nächsten Part werden wir dann das erste Spiel spielen gegen Almeria. Und schon mal ein paar Transfers dann uns angucken. Ja, wie gesagt, der Part kommt im Laufe des Tages, also am Donnerstag heute. Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, irgendwelche Wünsche, Anregungen, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr weiterhin die Karriere sehen wollt. Das gibt mir ein bisschen Motivation und ihr verpasst dann auch gleichzeitig mit dem Abo dann kein weiteres Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Das war es jetzt erstmal von diesem Part. Bis dahin, ciao, macht's gut.